Kostenpferd. Was? Zehchen. Gut. Na schau. Oh, ja, wer Dank. Wird schon wieder besser. Besser? Alles, was du bis jetzt angefangen hast, war ein Fiasko. Meine Mitgift hast du in eine Spar- und Vorschusskasse gesteckt. Was war? Kein Mensch hat gespart und jeder wollte einen Vorschuss. Dann hast du alle Kalender aus dem Jahr 1885 aufgekauft. Wer braucht im Jahr 1900 einen Kalender aus dem Jahr 1885? Naja, niemand. Aber wenn einer einen gebraucht hätte, dann hätte er müssen zu mir kommen. Ja. Wenn ich einen Hutladen aufmachen würde, dann würden die Leute ohne Köpfe auf die Welt kommen. In ein Pechvogel. Wenn man neben einem Wurzelbaum in das Glück machen will, dann muss man aufpassen, dass man nicht mit dem hinteren Beil im Pech biegen bleibt. Frieder Busch. Werte? Wir sind zwei wertlose Menschen. Niemand ist wertlos, Bertha. Auch wir nicht. Na, wir können immer noch als schlechte Beispiele dienen, ne? Ah ja, das schon. Das siehst du. Nein, und ich sehe da... Was siehst du? Der Staat. Brillant, Holzbank! Bei deinem Pech ist das sicher voll. Ja, aber das da ist echt. Eine 1000 Kronen, oder? Die müssen wir geschwind bei der Gendarmerie deponieren. Bist du deponieren? Abgesehen davon, dass ich nichts mit der Gendarmerie zu tun haben möchte, bis wir da einen Finderlohn kriegen, sind wir längst verhungert. Ich stehe mich blöd. Also, s'il vous plaît, madame. Merci, monsieur. Mein Fräulein, Ihr Vergehen ist leider gar kein Scherz. Sie haben, wie Sie sehen, gestohlen mir mein Herz. Gestohlen? Nein, Herr Richter, Sie sind auf falscher Spur. Ihr Herz haben Sie verloren und ich fand es nur. Das ist sehr aufschlussreich, drum biet ich den Vergleich. Mein Lieb, sei mein, und du sollst mein alles sein. Ich bin kein Baron und auch kein Herr von, doch wirst du es niemals bereuen. Mein Lieb, sei mein, und ich will dein alles sein. Bist keine Prinzessin, nicht mal Baron. Verbrechen zu bestrafen ist meine Richterpflicht. Wenn man schon etwas findet, behalten darf man's nicht. Herr Richter, was Sie sagen, kann nicht gesetzlich sein. Ihr Herz will ich behalten, ich leg Berufung ein. Das bleibt Ihr freigestellt, mein Urteil ist gefällt. Mein Ich bin kein Baron und auch kein Herr von, doch wirst du es niemals bereuen. Ich keine Prinzessin, nicht mal Baroness, doch wirst du es niemals bereuen.
Los, los, gib mir, gib mir, gib mir! Ist ja schon da. Apfelschnurrnudel, Schwanzbraten, ausprobier! Ja, und da liegt der Wein von da. Also jetzt muss ich gehen. Na okay, bleib doch noch ein bisschen. Schau, Roland, der Vater wird mich schon suchen. Und wenn der erfährt, dass ich da bin, ne, weißt du eh. Also, ich weiß nicht, was der gegen mich hat. Er will, dass ich den Sohn vom blauen Esel heirate. Okay, vom blauen Esel, vom blauen... Ein Gerichtsadjunkt wird es doch noch mit einem blauen Esel aufnehmen können. Beim Vater nicht. Bei dem fängt der Mensch erst beim Wirt an, aha, weißt du? Aber bei dir nicht, oder? Nein, Roland. Annal. Also, jetzt muss ich gehen. Du, der Kampel! Yes, yes. Der darf mich hier nicht sehen. Nein, was der, machen wir denn ja, schnell? Du musst dir verstehen. Aber wo denn? So vielleicht. Nein, geh in den Kasten. Ich war aber noch nie in meinem Leben in einem Kasten. Ja, das ist ja nicht so schlimm. Jetzt, ja, jetzt geh doch in den Unterkunft. Schnell! So. Okay, halt es. Sticke, ja! Ja, ich lass die Türen spalt offen. Ja. So. Ja, was gibt's denn? Es handelt sich nämlich um Folgendes. Ja, was gibt's denn? Aber was es gibt, Herr Adjunkt, ich melde amtlich, es wurde soeben beim Ochsen ein neues angezapft. Kommen Sie schnell, Fass, wurde ein neues Fass angezapft, kommen Sie schnell, es wäre schade um jeden, den was ein Tropfen, es wäre schade um jeden Tropfen, den was ein anderer trinkt. Gekampelt. Ach, du hast ja schon wieder einen schönen Rausch. Das freut mich, aber... Dass er Ihnen gefällt, Herr... Herr Juno, woraus schließen Sie das? Ja, du hast doch ganz rote Augen. Ja, rote Augen, da bin ich vielleicht ein liebes Kaninchen. Hört, ein Pumperer. Da ist was offen. Ja, lass das offen. Was? Ich möchte, dass ein bisschen frische Luft zu den Kleidern kommt. Na, das ist aber eine gute... Ich habe nämlich gute Idee. Ich habe nämlich auch mein Diensthosel drinnen. Und der kann frische Luft auch nix, wenn Sie es meiner nicht mehr benötigen, will ich mich jetzt aufrechten entfernen. Ja, geh, okay, Schrittes, auch ja, ein ja, Schrittes ist entfernen. Ja, ja, ist gut. Ich komme dann schon nach. Ne? Ich komme dann schon nach. Na, an den Montag, da werde ich aber, na, an den werde ich, da werde ich ewig denken. Montag? Okay, heute ist doch Sonntag. Ich weiß ja, ich bin ja nicht nur, wie wir morgen, ist dann Montag, der Schädel brummen wird, meiner, der ja, Schädel. Ja. Ja, da gibt's nur eines, Herr Jung. Ja. Weiter trinken. Ja, weiter trinken. Ja, ist gut. Ich empfehle mich. Ja, ja, ist schon gut. Ich komme dann schon. Ja, ich empfehle mich. Ja, habe ich mir eigentlich empfohlen? Ja, ja. Doch, ist schon. Wenn ich mir empfohlen habe. Ja, jetzt komm raus. Hey, wo bist du denn? Wo ist denn? Jesus, meinst du, was geschehen? Ach du. Gott sei Dank, dass der draußen ist. Ja, diese ewige Geheimnistuerei, nie dort man uns zusammenziehen. Ach, nächste Woche erst, da muss ich zum Onkel Leitgeb nach Ottenschlag. Zum Leitgeb? Na, der das Hotel zum Schwarzen Adler hat, ne? Ja, der Onkel und die Tante feiern goldene Hochzeit und am selben Tag beginnen die Manöver. Hi. Und da brauchen sie mich halt. Ja, aber ich brauch dich halt auch. Wir brauchen uns halt beide sehr, gell? Mhm. Herr Wirt! Ja. Herr Wirt! Kommen Sie schnell, was ist denn los? Mit einer blauen Kronenote hat er Zeug. Oh, sterben wir mit dem Kronen! Das ist ja ein Schwindel! Jawohl, sofort aufs Gericht! Wir sind unser Bitte mit Vergnügen wollen wir uns fügen, aber nicht gemein, oder ich hau rein! Führen Sie zum Recht, dann geht das Gericht nach Augen mit dem Rest! Ihr verkennt die Lage, ich kann noch ganz anders sein. Hört mich an, was ich euch sage. Wer uns anrührt, kann sich freuen.
aber gehen. Ist aber schade. Mit einer Menge Menschen, der darf mich hier nicht sehen. Was mache ich denn? Geh in den Arrest. In den Arrest, ja. Doch. Ich war noch nie mein Leben in einer. Jetzt gehst du in den Arrest. Ruhe! Ruhe! Was ist hier geschehen? Bitte, Ruhe! Hab ich gesagt, Ruhe! Bei Gericht, da redet nur einer. Ja, ich. Also bitte schön, Herr Richter, hören Sie zu. Ich stehe ohne was zu denken, wie gewöhnlich im Lokal. Plötzlich kommen diese beiden und bestellen sich ein Mahl. Es sind Hühner und Forellen, alles was teuer und extra fein. Und dazu trank dieses Pärchen meinen allerbesten Wein. Und als es plötzlich kam zum Zahlen, zieht der Lump in den Gewand eine 1000-Kronen-Note aus der Tasche. Elegant! Ich bin noch ganz empört. Das Geld, das hat mir gehört. Ich glaub am Teufel. Es ist gestohlen ohne Zweifel. Was gestohlen? Ohne Zweifel. Die Gemeinheit. Diese Frechheit. Jetzt geht's um unsere Ehe. Ich bitte um Gehör. So reden Sie. Das Geld nehme ich einstweilen in Verwahrung. Oh je, das Geld, das macht den Rutsch. So reden Sie. Ich bitte sehr, wir protestieren. Was uns passiert, ist ein Skandal. Am hellen Tag uns arretieren. Ganz unerhört ist dieser Fall. Man schleppt hierher uns durch die Straßen. Der Pöbel immer hinterdrein. Das kann man sich nicht bieten lassen. Mein Herr, das sieht Sie doch ein. Gewiss, wir sind nicht comito. Wir sind ja hier inkognito. Ist auch der Rock defekt, der Wert des Mannes steckt, nicht nur im Kleine, nicht im Geschmeide. Trägt man auch keinen Frack, hat man nur Geld im Sack und frischen, frohen, hellen Sinn, da liegt der ganze Zauberpriest. Die Sache lässt sich nicht sofort entscheiden. Nicht? Ich musste erst eine Gemeinde. Ah, Sie bleiben vorläufig hier. Nicht? Ich danke Ihnen, Herr Wirt. Ja, bitte. Sie haben so aufmerksam aufgepasst. Ja, das möchte ich noch sagen, ja, dass die Zeche über 20 Kronen ausgemacht Sie haben. Sie werden sie von Geld kommen, Herr Wirt. Ja, ich werde mich dafür einsetzen. Was tun wir jetzt? Dann wäre ich schon fertig. Nimm das zu dir, bei dir ist das besser. Guck mal, die Untersuchung einleiten. Also, Herr Richter, ich hoffe also, dass Sie uns nicht zu lange zurückhalten werden. Nicht? Wir befinden uns nämlich auf einer Vergnügungsreise. Und wir haben nicht die Absicht, diesen Ort noch länger mit unserer Anwesenheit zu beehren. Der ja, wie meine Gemahlin zu bemerken, vergessen hat, Ausnahme des Herrn Richters, nur von Idioten bewohnt zu sein scheint. Jawohl. Ja. Jetzt wollen Sie sich bei mir einschmeicheln. Herr Adjunkt, also ich persönlich, ich halte diese vier Leute hier für Mordskaner. Ich. Sie? Ja. Sie haben aber nichts zu halten als den Mund. Jawohl. Aber lassen Sie uns allein. Ja, bitte, aber bitte. Bitte. Kommen wir in Angst. Halt. Nein, nicht Sie. Er. Na ja, ich nehme mich allein. Bitte, Herr Jung, wenn Sie meinen Rat in den Schlagen, dann bleibt Wind. Rat in den Wind schlagen, dann bleibt mir nichts anderes zu tun übrig, als weitertrinken. Ich bleibt mir nichts anderes. Der lacht lieb. Ist auch der Rock defekt. Das ist ja Kamplitz, gib endlich Ruhe. Ich war als Bub ein Sängerknabe. Das muss raus, die Töne. Jetzt geh her. Ich muss mich ja hier schließlich konzentrieren. Herr Richter. Ja. Ihre salomonische Weisheit. Du sei still. Man hat uns hier widerrechtlich unser Geld abgenommen. Wir protestieren. Wie wollen Sie mir beweisen, dass die 1000 Kronen Ihnen gehören? Herr Richter, wir haben so reiche Verwandte. Ich habe einen Onkel, der ist so reich. Der hat ein Segelboot. Wenn das nass wird,
wirft er es weg und kauft sich ein neues. Das ist schön. Schön. Glatt. Ja. Während ich aus einem uralten Geschlecht stamme, bin das uneheliche Kind eines hohen Herrn. Was? Sie würden staunen, wenn ich Ihnen den Namen meines Vaters nennen würde. Leider weiß ich ihn nicht. Aber 2000 Kronen schickt er uns jährlich. Genug! Nein, uns ist es zu wenig. Also ich habe keine Zeit, hier in Details einzugehen. Aber bitte, wir kommen morgen früh wieder. Halt, da bleiben Sie! Ich muss erst die Nationale aufnehmen. Sie heißen? Lorenz. Und? Fliederbusch. Fliederbusch. Meine Frau Bertha. Wie alt sind Sie? Ich habe meinen 20. Geburtstag gefeiert. Wann? Vor 10 Jahren. Herein. Die Annal. Was? Die Annal, eine Annal. Ich habe nämlich hier noch ein Verhör, ne? Also kommen Sie heraus, Angeklagte. Eine Kollegin. So jung und schon so tief gesang. Ja, rennen's nicht, jetzt gehen Sie da hinein. Was, hm? Da hinein? Bitte, geh mal. Ja. Hallo! Sie! Haben Sie mir jetzt ein Spiel aus? Sie müssen mir protestieren, dass... Dann steckt er die 1000 Kronen ein, dann steckt er den Mund rein. Hallo, Sie! Herr Richter, wir werden uns beschweren beim Justizminister. Was Sie einem zu sagen, das werden Sie nicht einstecken. Ruhe! Oder ich verhänge eine Disziplinarstrafe über Sie. Eine... Was verhängt er über uns? Ne, Disziplin ab. Das muss wohl schwer sein, weil ich es nicht einmal aussprechen kann. Herr Richter, Ruhe jetzt! So, jetzt werden die zwei da drinnen dünsten. Muss ich aber wirklich gehen. Ich begleite dich. Ich muss nur noch meine Uniform hoch. Der Vater wird doch schon warten. Beeil dich, ja, dummel dich. Ich glaube, es ist besser. Komm. Ich begleite dich durch den Garten hinaus. Den Garten, Kerker, Kosten. Arme, möchte ich normal durch ein Tier gehen. Na komm, jetzt können wir gehen. Jetzt schau mal gut aus. Warum? Hätten wir unseren Fund, so wie ich es gesagt habe, beim Gendarmerieposten abgeben, dann hätten wir jetzt den Finderlohn und wären gemachte Leute. Gemachte Leute? So haben wir eine komfortable Wohnung. Rembrandts an den Wänden. Der lacht nicht alle. Ja. Das ist ein schöner Komfort, was? Das Fenster vergittert ist, wenn man zu einem Tier nicht raus kann. Kann er nicht dafür, wenn der wirklich so ein Betrüger ist. Was ist das, ein Betrüger? Ja. Noch nie hat jemand mein Vertrauen so missbraucht. Wieso? Der Kerl sein blödes Gesicht lässt uns arretieren. Gelogen nicht schon wieder. Komm, zeig mal lieber die Schmuckstücke. Komm! Das ist eine herrliche Arbeit. Und der Verlust trifft keinen Armen. Wieso weißt du das? Ja, das Collier ist unter Brüdern 50.000 Kronen wert. Arme Leute haben nur den seltensten Fällen so viel Geld. Allein die Firma Heinemann und Co. Wer ist denn das? Ja, feinster Juwelier am Graben. Wirklich ein Malheur. Ja, Fürst, jetzt erzählen Sie mir schon 100-mal, dass der Schmuck von Heinemann und Co. ist. Kann ich was dafür, dass Sie ihn verloren haben? Aber nein, teure Mimi, ich bin untröstlich. Hätten Sie mir das Collier geschenkt, anstatt es mir nur für die Bühne zu borgen, wüssten Sie jetzt wenigstens, wo es ist. Dabei bin ich sicher, dass ich es in Dürnstein, im Gasthaus dort, wie hat's doch geheißen? Ochs. Wie bitte? Oh, goldener Ochs hat's geheißen. Ach so, ja. Dass ich es dort noch gehabt habe. Es muss während des Fahrens auf dem Wagen gefallen. Ganz sicher. So ein unersetzliches Familienkleinod. Ja,
Wir fahren nach Dürnstein zurück. Wenn wir das Collier dort nicht wiederfinden, erstatten wir die Anzeige. Aber bitte, Gnädigste, inkognito, Sie wissen, die Presse... Was tun wir jetzt? Lass mich lochdecken. Da bleiben wir nicht. Du willst fliehen? Nur? So schnell wie möglich. Aber wie? Ah, das ist noch die Frage. Das Fenster ist vergittert und außerdem recht blöd angemacht. Schau mal zu dir. Bestimmt versperrt. Steckt der Schlüssel? Ja, ja, aber außen. Ah. Und die Mauer ist sehr solid. Das hat bestimmt kein moderner Baumeister gemacht. Vom Gerichtsdiener. Das Spiel, das Spiel, was ist denn das? Eine Krone. Eine Krone. So, was ist das? Der Rock vom Richter, was? Ja, ich weiß. Gut, gut. Da knistert was drin, da knistert. Unsere 1000 Kronen, oder? Es gibt doch noch eine Gerechtigkeit. Ja. Wiederbus. Ja. Komm mal. Schau, wo ist die Kabel? Das ist. Setz das auf. Bertha? Bertha, wie schaue ich aus? Ehrlich, hä? Also, Wiederbus. Aber ehrlich. Du schaust aus. Ja. So was Dummes habe ich mein ganzes Leben noch nicht gesehen. Bertha, komm. Komm. Guten Tag! Guten Tag, verzeihen, Sie sind der Richter. Wer? Ja, ja, der Richter. Ja, ja, ja. Womit kann ich dienen, meine Herrschaft? Ja, bitte, es handelt sich um eine diskrete Angelegenheit. Dieser Herr hier... Hat ein bisschen zu warten, ja? Ich habe nämlich da ein Verhör, wenn Sie die Herrschaften hineinbemühen. Vielleicht, ja, da drinnen ja, bitte, ist sehr gut geheizt. Aber lassen Sie uns bemühen. Ja, aber Sie bitte, mein Mantel. Der Mantel lassen wir da. Das ist sehr warm geheizt hier. Vielleicht, bitte, meine Herrschaften, wenn Sie sich da drinnen ein bisschen bemühen. Es ist geheizt. Den Hut lassen wir auch da, ja? Ja, mein Hut. Es ist sehr gemütlich drinnen, super. Ja? Es wird nicht... So lange da, machen Sie sich gemütlich, so gut es geht. Ja. So, und jetzt. So, und hallo, Safon. Der Ribi. Wenn die Herrschaften vielleicht den Richter suchen, er wird im Bälde hier sein. Ja, ja, dann warten wir vielleicht draußen. Warum ne? Draußen? Warum? Ist uns die Luft zu. Das ist dumm für ihn. Hat eine Krone. Eine Krone? Gehört ihm. Die gehört mir. Gehört wirklich ihm. Man sollte nicht glauben, was es für vornehme Menschen gibt. Eine Krone. Das sind 8 Viertel Wein. 16 Krügel Bier. Und in Sliwowitz ist es gar nicht auszureichen.
Also ich muss sagen, für ein Wartezimmer sieht das reichlich sonderbar aus. Finden Sie nicht auch? Ja, aber wie mein Verlobter von dieser ganzen Sache erfährt, Sie wissen doch, wie eifersüchtig er ist. Sie meinen diesen verrückten Dings da? Wie heißt er doch? Eberhard heißt er. Der kann doch gar nichts erfahren. So? Der sitzt doch in einer Kaltwasseranstalt. Ach. Außerdem haben Sie ja Schluss mit ihm gemacht. Ja, aber er nimmt es nicht zur Kenntnis. Ich fürchte mich vor ihm. Er ist so brutal. Oh, Sie Ernste. Naja, Ihnen zuliebe habe ich mich doch in diese ganze Sache eingelassen. Und was ist der Dank dafür? Nicht einmal das Collier haben Sie mir geschenkt. Also ich verspreche Ihnen, teure Mimi, wenn das Collier gefunden wird, gehört es Ihnen. Ist das wahr? Ja. Ach, Fürst. Nennen Sie mich doch Adola. Das macht mich um 10 Jahre jünger. Adola? Adola! Adola! Wunderbar! Wie war entzückt ich, als ich neulich im Theater sie sah zum ersten Mal in jener Operette. Der kleine Fuß, das hübsche Bein, die schlanke Taille. Mir war ganz schön auf meinem Exit im Parkett. Ja, ja, sie saßen vorne in der ersten Reihe. Ich dachte gleich, das ist ein echter Kavalier. Ein Mann von Rang mit einer langen Ahnenreihe. Vielleicht ein Fürst, doch ganz bestimmt ein hohes Tier. Ich sandte schleunigst ein Bouquet und lud sie höflich zum Souper. Ich nahm es an und dankte zart im zweiten Akt auf meine Art. Ach, wie schön das war. Endlich aus der Türe. Mein Wagen wartete, es grüßte der Portier. Ach, sie stiegen ein, der Wagen fuhr in 10 Minuten. Da saßen wir behaglich schon im Separé. Sie waren sehr verliebt, ich dachte mehr ans Essen. Ja. Denn das Menü, ich muss gestehen, war perfekt. Erst war Champagner, dann tranken wir Burgunder. Zum Schluss schwammen beide wir vergnügt in Sekt. Ich trank dir immer wieder zu, wie schön es war, so entre nous. Und schließlich noch als Kavalier, da tanzten sie Coco mit mir. Hey! Bleibst du hier? Was soll das sein? Mir schliefen meine Haxen ein. Die Arrestanten, wo sind sie? Schnell! Die sind da drinnen und sehr verdirbt. Also, Sie haben schlecht gesehen, Herr Wirt. Oh nein, ich habe mich nicht geirrt. Sie waren zwar sehr elegant, doch ich habe beide gleich erkannt. Nein, das ist nicht. Ich hab's gesehen, ganz genau. Der Gauner war's mit seiner Frau. Das werden wir gleich sehen. Sofort heraus mit euch. Das ist ja ein anderes Paar.
Entsetzlich, grässlich, fürchterlich. Die sind entflohen, das ist klar. Wo ist mein Hut? Mein Palazzo! Mein Mann befehlt! Wo ist der Fuch? Fort ist der Rock! Es ist skandalös! Und auch mein Mosel, das ist bös. Hat je Verehrte viel passiert? Den Schlüssel lassen wir euch hier, er steckt hier draußen vor der Tür. Ah, das sind sie, ja! Wir sind entwischt euch fort und ihr seid jetzt im Loch. Die gute Sache von ihren Acken. Wenn wir jetzt vor euch bin, dann nicht auf Wiedersehen. Wir ziehen häufig um ein Schiff, da liegt der ganze Zauber drin. Nach Wien. Da kleiden wir uns vor allem mal neu ein. Du, ich kaufe mir ein Kleid nach der neuesten Pariser Mode. Ich hätte einen Anzug wie die Lords in Angel antragen. Ja, wenn wir uns nicht vorher erwischen. Geht schon, uns erwischt doch keiner. Komm, tritt rein. Ich möchte Sie nur darauf aufmerksam machen. Solange Sie die beiden Landstreicher nicht erwischen, brauchen Sie sich keine Hoffnungen auf meine Tochter zu machen. Wir machen ja keine Hoffnungen. Ja, hast du gehört, Kaffee? Ja. Solange ich Sie nicht erwische, ich werde Sie erwischen. Nicht ich. Wir werden Sie erwischen. Wie immer denken, erst trinkt man noch was und dann zittert. Das ist nicht gut. Zittert. Seid ihr wahnsinnig geworden? Ich hab mir jetzt nicht so näher machen. Ihr wächst mir doch die hohen Füßlichkeiten auf. Ja, du, das geht auch für dich. Ja, sowas. Der Herr Schäfer hat doch gesagt, wir sollen das Haus schmecken. Ja, ich hab gesagt, aber nicht so laut. Die hohen Herrschaften haben ja jetzt einen Rosslo wie ihr da miteinander. Aber doch für den Herrn Schäf seine goldene Hochzeit. Bitte, lass mich, mein Gott, wenn ich bedenke, was heute noch alles über mich hereinbrechen wird. Sag ich, die goldene Hochzeit, das Manöverfest und jetzt noch die hohen Fürstlichkeiten. Ich wäre wahnsinnig. Ich wäre wahnsinnig. Sag, hast du die Regel gesehen? Was? Nein, sag nicht was und komm runter. Ob du die Regel gesehen hast? Die hilft doch immer beim Manöverfest aus, nicht? Hast du sie gesehen? Bis jetzt nicht. Also, bitte, ich sag nicht immer jetzt. Und sag jetzt, ja? Bis jetzt habe ich aber immer jetzt gesagt. Ja, bis jetzt, aber ab jetzt sagst du jetzt. Hast du mich verstanden? Ja, Chef. Na also, noch was. Du, noch was. Ja. Wenn du eine Tür aufmachen willst, schön angerufen vorher. Hast du mich verstanden? Ja, Herr Chef. Na also. Herr Chef! Was ist, wenn ich die Schranktür aufmache, muss ich da auch anklopfen? Ich bitte, verschwind, mach mich nicht nervös. Ja, ich bin eh mit den Nerven fertig. Hallo. Mein Gott, ja? Hallo! Oh, sind Sie im Hotelier? Ja, der bin ich, bitte. Wie schützt bitte die Tante Regel? Paula Paletti, mein Name. Ja, bitte. Die Tante hat den Fuß in Gips und hat gemeint, ob ich nicht heuer statt ihr aushelfen kann. Ja, ja, können Sie kochen? Ja, freilich. Ja. Eigentlich bin ich ja Schauspielerin. Aber im letzten Engagement, da haben wir so ein schlechtes Geschäft gemacht, dass der Direktor beschlossen hat, das Theater auf einen Monat zu schließen. Ja. Und weil das so ein Erfolg war, hat das gar nicht mehr aufgemacht. Das ist ja alles recht schön, aber ich habe sie ja gefragt, ob sie kochen können. Ja, freilich. Ich habe der Tante Rezeptbuch mit. Ich kann alles. Vom Wiener Schnitzel bis zum Kaiserschmarrn. Kaiserschmarrn, das ist das Richtige. Weil bei uns in lauter hohe Füßlichkeiten abgestiegen, gehst du schnell rein, ja, die Küche. Bitte, ja. Hoffentlich kommt auch mein Anerl bald. Ist es nein. Landstreicher nicht erwischt hast, ist der Vater noch mehr gegen unsere Verbindung als vorher. Nee, was konnte ich dafür? Aha,
Ein Leben in Dürnstein ohne dich, das kann ich mir gar nicht denken. Es sind doch nur 8 Tage. Was, 8 Tage? 8 Stunden? Ich komme doch heute um zum Fest. Was? Ja, wenn man uns auch nicht zusammen sehen darf, wir werden schon eine Gelegenheit finden, ein paar Worte miteinander zu wechseln. Oh, du bist aber gescheit. So ist es. Ist's auch ein Abschied für kurze Zeit? Geh ich auch fort, ich gehe ja nicht weit. Doch bringt das Leben manches mit sich, darum bitt ich um eines dich. Wo du auch weilen magst, ob nah oder fern, bin, wohin es mich trieb. Schreibst du 5 Worte mir, ich hab dich so lieb. Bald ist vorbei, die Tage vergehen. Bald kommt die Stunde, wo wir uns sehen. Was du verlangst, ich schwöre es dir, immer bleib ich bei dir. Jemand 3 Beine. Sie? Wer, ich? Ja, kommen Sie mal her. Nicht so langsam, das regt mich auf. Halten Sie mal. Gehen Sie wieder her. Wo ist der Wirt? Der Chef. Der Wirt. Der Chef. Der Wirt. Der Chef. Der Wirt. Der Chef. Ich hol ihn gleich. Der Chef. Der Chef. Der Chef. Ja, was ist denn los? Verlangt einer nach Ihnen? Ja. Ah, guten Tag. Sie sind der Wirt. Ja, der bin ich. Sie wünschen? Ja, halten Sie mal. Tag. Guten Tag. Ist wieder her. Ist bei Ihnen einem Ablauch, Durchlauch, eine Durchlauch abgestiegen? Ja, Durchlauch ist abgestiegen. Ja, mit ja. einer Dame. Mit einer Dame. Mit ja. einer, so. Ja, ja. Habe ich sie also erwischt. Ja. Halten Sie mal. Bitte. Habe ich sie also. Was haben Sie denn? Ich schwitze im Gesicht. Also ich schwitze. Ja. Gehen Sie wieder her. Bitte, da. Wo ist der Elende? Ja. Ich hänge ihn nieder, ich schieße ihn auf. Ja, seine Durchlauch hat einen Ausflug unternommen, da hinauf auf den Berg. Auf dem Berg, das nennen Sie Berg, weißt du? Ja, bei uns in Hamburg ist der Berg viel höher. Ja, er ist aber noch höher, wissen Sie. So. Dort bis zu den Aussichtsturm ist er hinauf, ja, mit seiner Frau Gemahlin. Ah, Gemahlin. Ja. Gemahlin, wenn ich das schon höre, hinterlassen Sie diese Vokabeln, ja? Gemahlin, ich gehe Ihnen nach, halten Sie mal so lange, bis ich zurückkomme, ja? Nein, gehen Sie wieder her. Wenn ich die 2 erwische, dann mache ich dieses Stückchen. Ich zeige mal. So, ach, das, halten Sie mal. So kleine Stückchen mache ich. Hängen Sie es hier auf. So kleine Stückchen. Ach, so mache ich aus Ihnen. Gehen Sie wieder her. Himmel, ja. Das ist ja Noah.
Wir müssen die Durchlaucht vor ihm warnen. Da ist der Gesangsverein. Gott sei Dank. Abstellung. Ein Hoch dem edlen Fürstenpaar, es lebe noch viel tausend Jahre. Reiches Glück sei ihm beschert, für den Besuch er hoch uns ehrt. Für die Serenade, ich bin wirklich sehr gerührt. Nur dass sie Gräs mich nennen, hat mich etwas irritiert. Oh bitte, seit vielen Jahren singen wir dies Lied nun schon. Und jeder Fremde, der hier ankommt, kriegt dieselbe Ovation. Durchlauf bitte, darf ich Sie herzlichst zu meiner goldenen Hochzeit einladen. Vielen Dank, ihr Herr, wir akzeptieren, doch ich lade Sie dafür ins Hotel als meine werten Gäste auf ein Fest, schön edles Bier. Und ich hoffe, meine werten Herren, Ihre Damen heute zu sehen, beim Manöverball und goldener Hochzeit, da werden sicher wir uns gut verstehen. Meine Durchlauf entstehen, das ist wirklich noch zu schön. Ja, wir laden Sie euch ein, jetzt auf Bier und nachts auf Wein. Ja, ein Manöverfest ist lustig, denn das Militär ist voller Schwung. Und dazu noch goldene Hochzeit, da kommt auch die Rechnung alt und jung. Ein Manöverfest ist lustig, denn das Militär ist voller Schwung. Reizen! Aber was? Eine Frechheit war das schon erst, dass wir da wieder in die Wachau zurückfahren. Aber es war notwendig. Ja, du selber hast mich doch auf das Inserat aufmerksam gemacht, ne? Dass wir den verlorenen Schmuck beim hiesigen Bürgermeister gegen eine Belohnung von 5000 Kronen abzugeben. Aber wir hätten doch wenigstens einen Mittelsmann nehmen können. Okay, du, damit wir ihn beteiligt hätten müssen, was? Wir haben natürlich nicht wissen können, dass in dem Ort alle Zimmer besetzt sind, nicht? Oder hättest du wohl auf der Straße schlafen? Schade. Na eben, ne? Warum bist du dann so erschrocken, wie der Wirt gesagt hat, dass alle Zimmer besetzt sind, mit Ausnahme der beiden Appartementa, die der Fürst Adola reserviert hat? Hm? Deswegen bin ich da nicht erschrocken, ich bin da nur erschrocken, weil du gesagt hast, guter Mann, Sie haben die Ehre, mich vor sich zu sehen. Ja, die hat er auch gehabt. Ne? Damit habe ich nicht gesagt, dass ich der Fürst bin. Außerdem haben wir uns bis jetzt sehr standesgemäß benommen. Oh, grüße Gott, lieber. Heiliges Gott. Wir haben fürstlich geschlafen und fürstlich gefrühstückt. Eben, ja. Jetzt suchen wir noch den hiesigen Bürgermeister, geben den verlorenen Schmuck auf, holen uns die 5000 Kronen und dann. Psst. Du bist ein Gaun. Ja,
Es ist mir aber sehr unangenehm, lieber Heinemann, dass das Collier noch nicht fertig ist. Durchlaucht müssen verstehen, eine Imitation anzufertigen ist oft schwieriger als ein echtes Stück. Wir haben diese Arbeit einem unserer ersten Spezialisten anvertraut. Er hätte sie auch bestimmt schon geliefert. Leider wohnt er in Krems. In Krems? Da braucht er ja gar nicht erst nach Wien zu kommen. Ich bin sowieso in der Wachau verabredet, wenn er mir den Schmuck dorthin bringen möchte. Sehr gerne, Durchlaucht. Wissen Sie, mein Lieber, ich muss den Schmuck dringend haben. Sie verstehen, ein kleines Abenteuer. Selbstverständlich, Durchlaucht. Ich werde sofort depeschieren. Welche Adresse darf ich angeben? Ottenschlag, Hotel Schwarzer Adler. Ich verstehe, Hotel Schwarzer Adler. So, zwei Bier für die Herren. Der Herr bekommt, glaube ich, auch ein Bier. Jawohl, Annal. Roland, du bist schon da. Ja, ich hab's nicht mehr ausgehalten bis zum Abend. Hey, wer ist denn das? Das Fürstenpaar, das bei uns abgestiegen ist. Ach so, ich weiß nicht, der Fürst, der kommt mir so merkwürdig bekannt vor. Ja? Mhm. Das ist der Richter, von dem ich den Anzug gestohlen habe. Jetzt müssen wir schauen, dass wir wegkommen. Na, langsam, damit wir nicht auffallen. Ne? Ja, du? Oh, ja. Durchlacht, was sehe ich? Durchlacht haben die Absicht, sich unter das Volk zu mischen. Ja, wir wollen uns ein bisschen die Gegend anschauen. Ja, was ist denn das für ein Berg da oben? Und das ist der Jogerle K. Ah, der Jogerle, ja. Da wollen wir hinauf. Um Gottes Willen, nur nicht da hinauf. Der ist ja irrsinnig schwer zu besteigen. Aber der Fürst ist ein alter Steiger. Ja. Durchlacht, bitte, ich habe Sie gewarnt, ich meine, ich hätte ja schon längst am Weg darauf machen lassen. Ja, ja. Mei, ich bin ja seit einem Jahr der Bürgermeister. Nicht? Oh, Sie sind ja seit einem Jahr. Ja, und der Bürgermeister. Ja, und da hätte ich nämlich an eure Durchlaucht eine Bitte zu unterbreiten. Ja, bitte unterbreiten Sie. Ja, es handelt sich nämlich um den Schmuck. Und ja, naja, Durchlaucht haben mir doch ausdrücklich geschrieben, Durchlaucht wünsche nicht, dass ihr Name genannt wird, nicht? Und da habe ich in allen Zeitungen verlautbaren lassen, dass der redliche Finder den Schmuck bei mir abzuliefern hat, nicht? So was Dummes! Bitte? Ich meine, so was Dummes, dass der Fürst den Schmuck verlieren musste. Ja, und da wollte ich fragen, Durchlaucht, bitte, wenn der redliche Finder sich meldet, soll ich ihm zu derer Durchlaucht schicken oder gerund Durchlaucht mir die 5000 Kronen zu übergeben, damit ich sie dem Finder ausbezahlen kann. Aha, ja, Bibi. Ja, was machen wir denn da, Fürstin? Was machen wir denn? Ja, das ist vielleicht... Der gute Mann soll das Geld einstweilen auslegen. Wir geben ihm die Bagatelle später zurück. Wir müssen erst wechseln. Sie sagt es. Ja, bitte, wie Durchlaucht wünschen. Ne? Ja, und was die Belohnung für seine Dienste anlangt, hat er einen Wunsch? Ja, mein Gott, Durchlaucht, wie soll ich das sagen? Ich leite seit 20 Jahren hier das Hotel zum Schwarzen Adler, nicht? Kriegt er den Schwarzen Adlerorden? Nein. Ja. Wirklich, Durchlaucht? Nein. Also so eine Freude. Das muss ich sofort meiner Frau melden. Ich kann. Also, was sagst du jetzt? Es ist der Fürst, für den er mich heute ausgerechnet hat, der den Schmuck verloren hat. Jetzt schaue ich gut aus. Jetzt kann ich mir selber die 5000 Kronen auszahlen. Das machen wir nicht. Ja, lass mich nachdenken. Also auf, der Fürst hat da Zimmer bestellt, also wird er auch kommen, ne? Mhm. Na ja, dann werden wir warten. Ja, bis man uns erwischt. Ja, ihr seid doch nicht lächerlich. Nein. Ja, wir werden den Fürsten abfangen, bevor er da ins Hotel kommt, nicht? Ja, ich glaube, in 15 Minuten kommt der Zug. Ja. Gut. Ich laufe also zum Bahnhof, ja? Du gehst inzwischen bocken, ja? Ich laufe zum Bahnhof, gib die... den Schmuck ab, hol mir die 5000 Kronen und dann... Na, was schaust du noch? Komm, gebocken! Sie sind wirklich Künstlerin. Künstlerin? In Scheibs hat das Scheibser Abendblatt geschrieben, das sei der Duse.
als Kameliendame keine so gehustet hab wie ich. Und in Krems, ja? In Krems, da waren alle Offiziere hinter mir her. Da waren zwei Leutnants, ja. Der Rudi und der Mucki. Da hat der eine sich eingeredet, dass er mich heiraten muss. Und der andere? Der hat's ihm wieder ausgeredet. Aber schön muss sein, wenn das Militär so hinfahren soll. Chef. Sie sind sie wahnsinnig geworden. Ich? Was haben Sie da für den Herrn Oberförster für ein Zeug zusammengestellt? Ich? Aber geht, Regerl. Ja, du gehst sofort in die Küche und kochst weiter, ja? Ja, Herr Chef. Und was mache ich? Sie werden der Anderl im Garten servieren helfen. Servieren? Ja. Wo ich in Krems das Gretchen gespielt habe? Halt! Wer da? Sie wünschen? Wo ist der Wirt? Das weiß ich nicht. Bleiben Sie da, ja? Wo der Wirt ist, habe ich Sie gefragt. Sie, was fällt Ihnen denn überhaupt ein? Wie reden Sie denn mit einem Fürsten? Fürsten? Hm. Sind Sie womöglich das Fürstchen, das ich seit 3 Tagen suche? Und, ich bin Eberhard Puhvogel. Ah, da. Und? Und? Sie fragen, und? Wo ist Mimi? Wer? Mimi, meine Braut, die Sie entführt haben. Wo ist ich? Sie? Ich? Ja, lügen Sie nicht. Passen Sie zu, hören Sie auf. Ich will weder mich noch Aufsehen erregen. Das wäre nett von aber Ihnen. Aber meine Nerven schleifen am Boden. Deswegen habe ich Mimi verlassen und eine Kaltwasserkur gemacht. Oh. Und sie hat mir täglich geschrieben. Und plötzlich aus. Und da habe ich die Kur unterbrochen. Das ja? Hätten Sie nicht und tun ich fahre sollen. Nach Hause. Ich fahre nach Hause. Und wen sehe ich da? Wen? Niemand. Niemand? Sie ist weg. Sie Mimi ist weg. Mit Ihnen. Mit Ihnen ist sie abgereist. Mit mir? Jawohl. Lügen Sie nicht. Wo ist Mimi? Das wo weiß ich nicht. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich habe keine Zeit. Nein, halt. So schnell geht das nicht. Wissen Sie was? Ich schieße Sie jetzt über Ihren eigenen Haufen. Nein. Nehmen Sie das. Ich muss mal sehen, wo ich die Munition überhaupt bitte habe. Lassen Sie das. Stecken Sie das Ding da wieder zu sich. Ja, das, so, Sie wollen ein Fürst sein, haben ja. Angst, wie? Ja. Feiger Dingsbums sind Sie. Lieber ein feiger ja. Dingsbums als ein toter Fürst. Ach, eine Kugel ist doch viel zu schade für Sie. Schade. Ich werde Sie schade. Erwürgen. Nein. Geben Sie die Hände weg. Ja, ich bin so allergisch auf nackte Hände. Ja, bitte. Denken Sie über was Grausameres noch. Ja. Was Grausameres. Gut. Gift. Geh. Jetzt ist er weg. Ach, jetzt hat er das Weite gesucht. Hoffentlich hat er es gefunden. Ha, was mache ich denn jetzt? Oh, jetzt werde ich mich ertränken. Fräulein! Ein Bier. Na, pass es doch! Paula! Mimi! Was machst du in diesem Nest? Ich trete auf. Eine Kellnerin, Paula Pauletti. Noch nicht. Unsere Truppe hat pleite gemacht und da muss ich schauen, wie ich den Sommer durchsehe. Aber du schaust ja blendend aus. Was machst denn du? Ich bin in Wien Sängerin am Karl-Theater. Sag mal, in Wien, du, wie hast denn das gemacht? Ach, ich habe einen väterlichen Freund. Jetzt lach du nicht. Einen Fürsten, der mich protegiert. Ich bin mit ihm verabredet und hier soll ich auf ihn warten. Du, der ist ja schon da, der Fürst. Mit seiner Frau. Mein Fürst hat keine Frau. Bitte, dann haben wir 2 Fürsten. Wie auf dem Theaterzettel. Erster Fürst, zweiter Fürst. Meiner kommt doch inkognito. Nur der Hotelier weiß, wer er ist. Sonst tritt er auf als Herr Meier. Herr Meier? Was sagst du da, Herr Meier? Warum schreien Sie eigentlich immer so? Wissen die Leute überhaupt, wo Sie untergebracht sind? Sie will! Sehen Sie, Staudinger, so ist recht. Sehr passabel, Staudinger. Also, mein Lieber, wo übernachten wir heute Nacht? Herr Leutnant von Muckenheim und Herr Leutnant von Rodenstein wohnen im Schwarzen Adler. Sehr passabel. Hoffentlich genauso gut wie gestriges Quartier. Schlafzimmer echt Nuss. War ganz baff. Weshalb, Herr Leutnant? So wie man aus einer kleinen Nuss solch große Möbel machen kann. Sehr passabel. Stau! Ab.
Rudi, Rudi, du schau mal, das sind doch die Mira. Aber natürlich! Und die Palette aus Krebs! Christian, meine Damen! Ja, wo kommen denn Sie her? Manöver! Manöver! Erlauben doch Platz nehmen zu dürfen! So ein Zufall! Was sagst du? Ausgezeichnet! Was trinken denn die Damen? Ach, etwas gut! Nein, bitte, ich bin Bedienung! Bedienung! Entschuldigen Sie, meine Herrschaften, ja? Sagen Sie, sind Sie wahnsinnig geworden? Bitte, Herr Chef. Was, Sie sitzen doch bei den Herrschaften. Ja, Chef, ich wollte nur... Was Sie wollten, Sie wollen, Sie haben nicht so wollen. Sie haben hier aufzunehmen, was die Herrschaften bestellen. Bitte, verstehen Sie? Nicht Sie, bitte lassen Sie. Ihr kommt schon, meine Herren. Also ich muss sagen, aber das ist wirklich sehr fesch. Sie sind Kellnerin? Nein, ja, nein, ich übe. Was? Ja, ich spiele im Herbst in Krems eine Kellnerin. Das Kettchen in Altherberg und da mache ich Studien. Ach, das ist wahre Kunst. Na, super, Sabe. Werden natürlich dabei sein. Ganzes Offizierskorps im Parkett. Parkett voller Uniformen. Parkett voller Uniformen. Das ist das Schönste für die Künstler. Der Leutnant Rudi Muckenheim. Und Leutnant Mucki Rodenstein in Uniform mit Stern. Die sieht man überall gern. Und ganz besonders im Parkett, da sind die Offiziere nett. Denn spenden sie Applaus, dann klatscht das ganze Haus. Der Leutnant Rudi Muckenheim und Leutnant Mucki Rodenstein. Wenn die vorbei marschieren, dann hört man alle Fenster klirren. Und überall aus jedem Haus, da gucken Frauen und Mädchen raus. Kein Weiberherz im Land, den beiden jemals widerstand. An schöne Dien wir nicht erhöht, hat sich das Grauen um uns erzählt. Der Antrag ist ganz fürchterlich, um unsere Herzen reißt man sie. Und Leutnant Mucki Rodenstein sind immer tadellos, die Uniform vermoß. Die Herren Väter planen sich fürs Wohl der Söhne fürchterlich. In die Momente aus, da schickt man von zu Haus. Man braucht ja, was natürlich ist, viel mehr als jeder Zivilist. Man lebt ja schließlich doch feudal, so ist es schon einmal. Und nähert sich der Ultimo, dann sind sie blank, das ist schon so. Dann wird ganz einfach unentwegt ein Bumbo angelegt. Ist auch der Gläubiger sonst hart, geschmeichelt streicht er seinen Bart und sagt, ich bitte, meine Herren, solch Kavalieren borg ich gern. Das ist der Zauber im Montur und der Figur, der Positur, wenn jeder nimmt uns Knall und Fall. Weil wir so schlagen, wir mit ab, überall, in jedem Fall, schneiden wir sind phänomenal, ja, und was hat ein schöner Weg. Sag mir, wo ist hier das Hotel zum Schwarzen Adler?
Hier. Da. Bitte schön. Das schon, Gnädigste. Aber ich muss sagen, es ist ewig schade, dass wir beide heute im Dienste sind. So? Hätten sonst der reizende Künstlerin kräftigst den Hof gemacht. Dazu wäre jetzt die beste Gelegenheit. Ja, und wieso? Ich habe nämlich meinem Bräutigam endgültig den Laufpass gegeben. Na, sehr passabel. Um ein Frauenherz zu gewinnen, genügt doch schon eine schwache Stunde. Das muss ich mir natürlich sofort notieren. Ja. Moment, die schwache Stunde. Das ist Ihr Notizbuch? Ja. Ich habe vor, demnächst meine gesammelten Manschetten herauszugeben. Entschuldigung bitte. Du ja. Bist schon hier? Darf ich bekannt machen, Herr? Von Muckenheim. Von Rodenstein. Habe die Ehre. Mein Onkel, Herr Meier. Ja. Meier? Ja, Meier. Hey, Sie da. Ja, bitte. Sind Sie der Wirt? Ja, ich bin der Wirt. Womit kann ich dienen? Ich habe für gestern ein Appartement bestellt. Ja, ja, ist eins bestellt worden für den Fürsten Lohenfels. Ja, aber der ist doch schon hier. Wieso? Ja, wieso? Oh, seine Durchlauchgeruhen soeben zu erscheinen. Ja, mich entschuldigen, ja? Der Bahn ist ja nicht gekommen. Oh. Gestatten Durchlaucht von Rodenstein. Oh, von Muckenheim. Oh, sehr freut. Durchlaucht sind auch beim Militär gewesen? Oh je. Oh ja, natürlich, ja. Kamerad, wo sind Durchlaucht gestanden? Ja, da. Ja, wo Platz war. Ne? Verzeihen, Durchlaucht. Kamerad meint natürlich, bei welchem Regiment Durchlaucht gestanden sind. Ja. Und na, bei der Garde. Durchlaucht, habe Kameraden bei der Garde gehabt. Hat sich mit 1000 Kronennoten Zigarette angezündet. 1000 Kronennote? Jetzt hab ich's. Das ist ja typisch für die Herren von der Garde. Ja. Verzeihen, Durchlaucht. Ja, bitte. Meier, mein Name. Meier, der kommt mir sehr bekannt vor, den habe ich schon wo gehört. Die Dame ist meine Nichte. Alright, Sie kommen so ein zückendes Gesicht. Dürfte ich Durchlaucht unter vier Augen sprechen? Oder vier? Ja, dann entschuldigen Sie. Schwindler. Wieso? Sie wagen es hier, den Fürsten zu spielen. Der Fürst bin ich. Was? Haben Sie die Keckheit, sich als einen gewöhnlichen Meier auszugeben? Meier ist mein Inkognito, aber Fürst? Fürst ist mein Inkognito. Schauen Sie, ich trage hier Schmuckstückel bei mir, das mich als gewöhnlichen Bürger in höchste Unannehmlichkeiten bringen würde. Ich sage nichts als Heinemann und Co. Oh, Sie bringen das Collier, lieber Freund. Ja. Ist es schön geworden? Na, das ist... Das hat sich nicht verändert, Durchlaucht. Es ist für die Dame dort bestimmt. Ja, ich möchte es ihr gleich übergeben, aber Sie... Die beiden Schlankeln da, was? Ja, mein Inkognito. Aber lassen Sie das mir über. Gehen Sie nur voller sein. Oh, mein Herz! Geliebter Meier, geliebter! Da staunen Sie, meine Herrschaften. Der liebe Meier, das ist kein gewöhnlicher Meier. Nein, der Meier... Hat man mal das Leben gerettet. Ah. Hoch oben am Nordpol. Da ist aber bitter kalt. Es wurde immer kälter. Und da hat der Meier seine letzte Decken mit mir geteilt. Ich war gerettet. Na, sehr passabel. Tapfer, mein lieber Meier, tapfer. Ja, wenn wir so schön beisammen stehen, dann möchte ich aus Tapferkeit nehmen. Aus Dankbarkeit dieses zickende Schmuckstückel da überreichen ist. Das Collier! Ja. Gestatten uns, zurückziehen zu dürfen. Aber bitte. Heißes Bad nach Manövertag kann nicht schaden. Ziehen Sie sich zurück! Ja. Glücklich! Also, ich ziehe mich jetzt auch zurück. Ich schaue, was meine Frau, die Durchlauchtin, macht. Also, ciao! Ich bin ja so glücklich. Meine Kolleginnen wären ja vor Neid zerspringen, wenn sie das Collier sehen werden. Ich möchte eine Fürstin sein, das denke ich mir so nett. Ich lebe den ganzen Vormittag in einer Krippe. Der Diener, der serviert Kaffee,
verlieren. Ich sage dir, weil sie rumlegt. Am Nachmittag, da mach ich eine Fahrt, weil in Schönbrunn der Kaiser auf mich wart. Er sagt zu mir, ich freu mich so. Ich sag Französisch, oh. Am Abend geh ich dann zum Balparais in einem solchen Décolleté. Der Ado steht dann bewundert da. Ich sag Französisch, ah. Ich möchte gerne eine Fürstin sein. Das denk ich mir so schön. Na, als Fürstin. Aber das versteht sich doch, da muss es einem doch fürstlich gehen. Wenn einer einen Witz erzählt, sag ich, wie don, statt pfui. Will mich einer küssen und ist nur Baron. Na, dem sag ich meine Meinung, na, wer ist das schon? Aber ist einer nix und hat eine Million, dem sag ich Französisch. Gewui. Der Schmuck ist abgegeben. Jetzt brauchen wir nur noch das Geld und dann adieu. Ja. Ich habe im Fahrplan nachgeschaut. Und? Heute geht kein Zug, kein Schiff und kein gar nichts. Dabei sind wir da heute am Abend ehren gegessen. Jobberl. Ich weiß schon, wie wir von da wegkommen. Hm. Ja. So, jetzt muss ich was trinken. Na, was ist? Erzähl doch weiter. Sekunde, ich bin am Schlucken, nicht? Ich bin doch gerade am Schlucken. Na dann. Na dann. Also, ich bin hierher gekommen, Herr Jung, weil es hier einen wirklich erstklassigen Gratiswein geben soll. Gott, also musst du denn immer trinken? Muss, es gelüstet mich, trink ich. Fang doch endlich ein neues Leben an. Dafür ist es für mich leider schon zu spät. Dazu ist es nie zu spät. Na, dazu ist nie. Zu spät warte ich noch ein paar Jahre. Herr Jung, dienstlich. Es soll hier im Hotel ein Fürst abgestiegen sein. Na, das ist es ja. Das ist es ja. Der Fürst ist der Vagabund, der aus dem Arrest entflohen ist. Mit meinem Hoserl? Na, wart, Bürschel, wenn ich dich erwisch. Da kann man leicht einen mit einer Hose, die unter seine 8 Kronen Brüdern. Unter Brüdern seine 8 Kronen gekostet hat, kann man leicht einen Fürsten spielen. Pass auf, ich fahr jetzt nach Dürnstein den Haftbefehl ausstellen. Und du lässt ihn nicht aus den Augen. Ich lass ihn nicht aus den Augen. Ja, du wirst ihn doch noch kennen. Wenn er mein Hoserl an hat, sicher. Wenn er es nicht dann hat, schwierig, weil es gibt ja 2 Fürsten. Es gibt einen jungen Fürsten und einen... Jungen, und dann euch. Du bleibst auf dem Posten. Posten. Der Kerl muss noch heute verhaftet werden. Was, noch heute? Und dem Onkel sei goldene Hochzeit? Wart bis morgen, Roland, bitte. Okay, bis morgen. Bis morgen sind die 2 Landstreicher schon fort. Es ist meine Pflicht, Anna. Also, leb wohl. Dickkopf. Na, was? Kellnerin, dieses. Ja? Blondes. Komm, was ist eigentlich mit dem Gratiswein? Gibt's keinen. Es gibt keinen? Und was haben wir da? Konfisziert für schlechte Zeiten. Und nun ein Geheimnis. Hier im Hotel ist nämlich ein richtiger Fürst abgestiegen. Einer? 2. Das ist der eine. Ah, der alte? Das ist der alte. Na, das haben wir gleich gedacht. Das ist der. Nun jedoch, neige dich. Dieser Fürst ist kein richtiger... Das kitzelt mich. Dieser Fürst ist kein richtiger, ihr riskiert's, ist kein richtiger Fürst, sondern ist ein Gauner, ein Hochstapler und ein Hosendieb. Ein Hosendieb? Wie man spricht, Hosendieb. Du musst sofort meiner Freundin sagen. Durchlaucht! Ich muss Sie warnen. Ja? Der Herr, der Ihnen gesagt hat, dass er Meier heißt, hat der Dame gesagt, dass er ein Fürst ist. Aber in Wirklichkeit ist er ein Gauner, ein Hochstapler, ein Hosendieb. Ah, ja, da danke ich, mein liebes Kind, dass ihr das gesagt habt, ja. Jetzt gehe ich zur Mimi und sage das gleich. Ja, Achtung, ja. Durchlaucht, Hosendieb. Ah, Sie sind es, lieber Freund. Ja, Durchlaucht, ich muss fort und da. Und da möchten Sie ihr Geld. Ja, passen Sie mal auf. Ja, das hier. Sehen Sie, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Ja, danke, ich bekomme nur 4.000. 1.000 Kronen habe ich mir gleich gehalten als Anzahlung, die ich beim verlorenen Schmuck gefunden habe. Was sagen Sie da, die Sie mit dem Schmuck gefunden haben? Ganz recht, ja. Ja, sind Sie denn nicht der Goldschmied aus Dings da, aus
aus Krems. Na, nie gewesen, durchlaucht, nein, war ich nicht. Dann war es ja der echte Schmuck, den wir der Mimi gegeben haben. Wird gewesen sein, ja. Hallo, durchlaucht, geh rund, durchlaucht, zu einer Durchlaucht zu kommen, ja? Ich muss schauen, dass ich fortkomme, durchlaucht, wann Sie mich wieder brauchen wollten. In Wien, meinte mich, in Wien. Der Familienschmuck. Wenn das herauskommt, kriege ich mindestens 10 Jahre keine Apanage mehr. Bube, glaube mir, wenn das herauskommt, brauchst du 10 Jahre keine mehr. Denn dann wirst du Apanage, denn dann wirst du von uns verköstigt. Staatlich, kärglich, aber staatlich. Für die Ehre danke ich. Jetzt müsst eine Rede folgen. Heute, hey, red du für mich. Ich war beim Reden nie verlegen, aber heute bitte nein. Erstens bin ich zu verlegen und zweitens fällt mir gar nichts ein. Lieb sind die zwei, was? Ich rede irgendwas zu ihnen. Die freuen sich. Wenn im Lenz die jungen Rosen mit den Abendlüften kunzen, zur beleuchte Blütenflur euren Liebesfrühling vor, wie im Traum mit Liedchen sahen, die ans Herz das Liebes war. Am Altare, aber manch das Traum.
Ein Tanz für das Hochzeitspaar. Ich bin nicht mehr so gut.
Schnäpslauch. Ja, sind wir denn hier im Prater? Immer an den Wein, was? Na, wenn ich so viel trinken würde wie du,
Da würde ich mich erschießen. Herr Adjunkt, wenn Sie so viel trinken würden wie ich, da würden Sie sich ja gar nicht treffen. Ja, ist alles in Ordnung? Aber keine Aufregung, Durchlauf. Das ich bin ja gespannt, ob euer Plan gelingen wird. Natürlich, ja. Keine Nervosität, Durchlauf. Das Holzbandel kriegen wir zurück. Du hast mit dem Varieté-Direktor geredet, ja? Darf man auftreten? Kriegen wir die Kostüme? Na also, dann klappt unser Trick. Meine Damen und Herren, treten Sie näher, treten Sie näher. Wir bringen nun den Liebling von Krems. Paola Paletti! Wenn ich auf der Straße gehe, mit dieser Nonchalance, mit dieser Eleganz, wer mich da anschaut, der ist angetan, doch leider schaut mich keiner an. Wer mich sieht, der merkt sofort, dass ich geschaffen bin zur großen Künstlerin. Mir fehlt nur eins, zur großen Karriere. Das ist ein kleiner Millionär. Am Theater ist es schwer, jeder wird nicht populär. Außer Temperament haben, soll man auch Talent haben, wenn man keinen Freund besitzt, der ein bisschen unterstützt. Einzig von der Gage, ohne Apanage, ist man abgeblitzt. Fritz, der hatte alles das, was mir so gut gefällt. Er hatte bloß kein Geld. Und erst der Theodor, der wurde blass, hab ich ein zweites Bier bestellt. Ging ich aus mit Roderich, bezahlte immer ich. Das war sehr ärgerlich. Gibt es denn keinen, der mich lieben möchte? Oh. Du wärst mir recht. Am Theater ist es schwer, jede wird dich populär. Außer Temperament haben, soll man auch Talent haben. Wenn man keinen Freund besitzt, der ein bisschen unterstützt. Einzig von der Gage, ohne Apanage, ist man abgeblitzt. Dankeschön. Gerne. Danke. Anderl. Der Herr Wünschen? Der Herr Wünschen. Der Herr Wünschen, dass ihm das Fräulein endlich wieder gut ist. Dann hätte der Herr nicht die goldene Hochzeit meines Herrn Onkel stören dürfen. Als Strafe hat mir jetzt der Vater nach Wien geschickt. Schau, begreifst du mich denn nicht? Nein. Das, ich musste versuchen, die beiden Landstreicher zu erwischen. Hm? Nur und wenn mir das nicht gelungen ist, hat dein Herr Vater bereits deinen Verlobungstermin mit dem blauen Esel festgesetzt. Du, ist es wirklich wahr? Ja. Roland, du musst sie finden. Das ist, endlich verstehst du mich. Aber was krieg ich, wenn ich sie erwisch? Hm? Sag's, auf der Stelle. Mich? Simsala. Bin, da haben wir's. Ist noch da. Na ja, es wird schon gehen. Nein, ich will nicht mehr. Okay. Immer müssen wir vor irgendjemandem davonrennen, dann müssen wir uns wieder verstecken. Jetzt müssen wir sogar zaubern. Ja, beruhig dich, Bertha, schau's. Also das eine verspreche ich dann. Wenn unser Plan gelingt, dann werde ich mich ändern. Ja, werden uns eine Wohnung mieten. Hm? Wie andere? Ja. Werde arbeiten. Wie andere? Am Abend komme ich dann nach Haus. Wie andere? Hm? Ich stelle dir die Hausschuhe hin. Du glaubst wirklich, dass wir dabei glücklich werden, oder? Nein. Wir zwei, wir kehren schon zu diesem flotten Leben, was? Na, warum? Weiß nicht. Vielleicht liegt es an der Gegend da. Vielleicht liegt es an der Luft. Glaubst? Vielleicht liegt es an Wien, ich weiß nicht. Kennst du die Stadt, die von allen geliebt? In tausend Weisen hört man sie preisen. Kennst du die Stadt, die es einmal gibt? Im Mondenscheine sitzt man beim Weine. Und nicht alleine, wenn man verliebt. O Wien, mein liebes Wien, es zieht zu dir mich hin.
schöne Frauen aus allen Fenstern schauen. Dir bleib ich treu zu jeder Zeit, dir sei mein Herz geweiht. Bunte Bäumen, verliebte Träumen, dort wo der herrliche Donaustrom fließt. Von Grün umgeben, dort ist mein Leben, weil man es eben nur dort genießt. Aus allen Fenstern schauen, dir bleib ich treu zu jeder Zeit, mir sei mein Herz geweiht. Warum machen Sie denn beim Trinken die Augen zu, Herr Kahn? Ja, Fräulein Anna, kommen Sie herzlich bitte zu mir. Danke. Mein Arzt, ein gewisser Doktor, mein Arzt ist nämlich ein Doktor. Geh. Ja, der hat gesagt, ich soll nicht so viel ins Glas schauen. Der rät sie leicht. Ich muss trinken, wenn ich unglücklich bin. Da trinke ich Bier und wenn ich sehr unglücklich bin, trinke ich Wein. Und wenn ich ganz unglücklich bin, dann trinke ich Schnaps. Und wann trinken Sie denn noch Wasser? Wasser? Ja. So unglücklich war ich noch nie. Oh, jetzt wird aber aufgehört zu trinken, jetzt muss amtsgehandelt werden. Wenn Sie nämlich die Landstreicher nicht erwischen, dann sitze ich da mit meinem blauen Esel. Ah, und Sie wollen ihn nicht, den blauen Esel? Ich lieb doch den Hoppla. Verschnappt. Aber das weiß ich doch schon seit Wochen. Schauen Sie, Frau Annerl, ich war auch einmal jung. Nein. Ja, Sie glaubt mir's nicht. Aber wirklich geliebt habe ich nur eine Frau, meine Leopoldine. Ich habe sogar für sie ein Gedicht geschrieben. Und das habe ich immer bei mir. Ein richtiges Gedicht, wo sich hinten alles reicht? Ja. Meine Frau war die Dine, die Leopoldine. Die hatte eine wahrhaft bezaubernde Miene. Die Augen wie Kohle, wie Kirschen der Mund. Das Gesicht darum so freundlich, voller Grübchen und rund. Die Waden recht stramm und die Fußsohlen so klein, die Hand darin sauber, schlank und fein, zum Anbeißen lieb, sah wirklich sie aus. Nur eines, ich mach kein Geheimnis daraus. So dünn war die Leopoldine, dünn, wie ein Bleistift, so dünn. Wie die Zündhölzer, wie die Stricknadeln, wie die Spinnweben, wie zum Einfadeln, wie ein Zwirnsfaden, dünn war die Leopoldin. Ja, dünn war die Leopoldin. Dünn, wie ein Bleistift, so dünn. Wie die Zündhölzer, wie die Stricknadeln, wie die Spinnweben, wie zum Einfadeln, wie ein Zwirnsfaden, dünn war die Leopoldin. Einst sind wir zusammen im Wirtshaus gesessen. Wir haben was. Und wir haben was gegessen. Da kommt ein Herr herein, der hat einen Hund gehabt, einen Dackel so klein. Der sieht die Leopoldine und bellt auf sie ein. Und der Herr sagt, sie fort sein. Der Hund ist nicht bös, sie ist nur momentan. Der bellt, wo er hinkommt, den Kleiderstock an. So dünn war die Leopoldin. Dünn, wie ein Bleistift, so dünn. Wie die Zündhölzer, wie die Stricknadeln, wie die Spinnweben, wie zum Einfadeln, wie ein Zwirnsfaden. Dünn war die Leopoldin. Ja, dünn war die Leopoldin. Dünn, wie ein Bleistift, so dünn. Wie die Zündhölzer, wie die Stricknadeln, wie die Spinnweben, wie zum Einfallen, wie ein Zwirnsfaden, dünn war die Leopoldin.
jetzt. Das ist ja großartig. Wunderbar. Also, das Wenigste, ich muss sagen, Sie sind zum Verlieben. In der Liebe bin ich wie ein Frosch. Was? So kalt? Nein. Aber ich fürchte mich vom Storch. Bussi! Lorenz. Ist ich alles. Da kommen schon wieder Leute. Ja, das wird noch voll, voll werden. Glaubst du? Da kommen schon wieder zwei. Ja, draußen ist der Eingang. Draußen. Ja, nein. Ja, ihr du. Seid's. Ja, ja, du, ja, was ist? Ja, ich habe Mimi gefunden. Ja, sie ist draußen mit den beiden Offizieren. Hat sie das Halsbandl? Sie hat es um, ja. Hat sie es um. Alter, dann locken sie es her. Locken sie es her. Ein anderes machen dann wir schon. Das macht schon sie. Der Herr Direktor. Herr Direktor. Herr Direktor, was ist? Können wir anfangen? Ja, so gut, dann sagen Sie uns an. Meine sehr verehrten Damen und Herren, treten Sie näher, hier sind Sie, Sensationen am laufenden Band. Treten Sie ins Platz, die Frau, kommen Sie ein bisschen näher, Bullige auf die Seite, die tanze ich nicht so. Kommen Sie näher, meine Damen, nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Hier sehen Sie die Sensation des Jahres. Eine Zaubernummer direkt aus Marokko. Sie sind verhaftet. Was? Verhaftet, Fürst? Du durchlacht. Ja, was gibt's denn? Der,
die wollen uns verhaften. Wollen? Sie sind verhaftet. Ja, die 1000-Kronen-Note habe ich den beiden geschenkt. Was geschenkt? Ja, und wenn der Herr sich als Fürst Lohnfels ausgegeben hat, ist es mit meinem Wissen geschehen. Servus. Ja. Servus. Ja, Servus. Mit den 1000 Kronen ist alles bezahlt. Moment, Sekunde. Mein Hosel auch? Auch? Dann ist in Ordnung. Ja, dann entschuldigen. Das mache ich. Entschuldigen. Da gibt es dann nur eines. Weiter trinken. Bitte. Oh, bitte sehr. 10 Kronen. Dankeschön, danke. Ja, ihr Vetter Karl Theodor. Servus. Küss die Hand. Meine Verehrung. Entschuldige. Du, ich habe von deiner Kalamität mit dem verlorenen Familienschmuck gehört. Machte nichts draus. Das Collier war nicht echt. Was? Die Steine hat schon unser Großpapa vor 50 Jahren ausgewechselt. Die Imitation war höchstens 500 Kronen wert. Was du nicht sagst, 500 Kronen. Servus, 500 Kronen. Und meine hat 5000 gekostet und dazu der Finderlohn von weiteren 5000. Also das ist so viel. Du, klar, machen Sie den extra aus. Aber den Schmuck tauschen wir Ihnen da wieder um. Ja, wenn ihr es auch könnt, dann engagiere ich euch als Kammerdiener und Stubenmädchen. So tüchtige Leute darf man sich nicht entgehen lassen. Servus. Servus. Hast du das gehört, Bertha? Ja. Fürstlicher Stubendiener, fürstliches Kammermädchen, du mit der fürstlichen Gewalt, das wird ein fürstliches Leben werden. Glaubst du, werden wir es aushalten? Bevor Sie uns verlassen, sollen Sie wissen, was Sie gesehen haben. Wir zeigten Ihnen die Operette Die Landstreicher von Karl Michael Zierer. Es wirkten mit Helge Roswenge, Enfi Meyerhofer, Peter Minich, und Ernst Haltbund.